Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, nachdem mir aufgefallen ist, dass die Gelehrtenquest nun auch nicht im Camp Bronzesee ist, ist mir eingefallen, dass wir erstmal die Rollenquest hier in Crystarium erledigen müssen. Für Heiler. Um überhaupt die abschließende Jobquest zu erhalten. So. Da wir dadurch aber auch noch nicht die Ausrüstung haben und unsere Ausrüstung doch etwas bescheiden ist, wollte ich erstmal hier kurz für Kubo-Trophäen uns mal eben eine etwas günstige Ausrüstung kaufen. Denn die kostet auch nicht so viel. Das können wir uns leisten. So, Heilung. Können wir das doppelt ausrüsten? Ich glaube schon. Ne. Gut, so, dann rüsten wir das mal aus. So. Gut, sieht schon ein bisschen besser aus. Also was die Ausrüstung betrifft, von den Werten her. Das Optische ist, naja. Gut. Und da fällt mir gerade ein, Waffen können wir uns auch schon besorgen. Und zwar, dann nehmen wir einfach mal die aktuellen Reliktwaffen. Denn ich habe ein bisschen Tafner ihr Seelenstaub zusammengespart. Jeweils 4 für eine. Somit können wir die Beschwörer- und Gelehrtenwaffe uns direkt machen. Da müssen wir jetzt erstmal zur Domanischen Enklave. So, und dann nach Gangos. So, Waffen des Widerstands. In diesem Auftrag kann nur die Waffe des Widerstands für einen aktuellen ausgewählten Job erworben werden. Ja, wir lieben das für den Gelehrten. Eine weitere Waffe des Widerstands? Material hätten wir genug, mit einer Ausnahme Tafnirs Seelenstaub. Wir haben uns voller Optimismus für die Herstellung der ersten Waffe gestürzt, uns wenig um die Kosten geschert. Aber unsere Mittel sind nicht unbegrenzt. Wir könnten weitermachen, aber nur wenn du dich um genügend Tafnirs Seelenstaub kümmerst. Einem weitgereisten Abenteurer wie dir sollte es doch ein leichtes sein, große Mengen auch der seltensten Zutaten zu besorgen. Oder nicht? Gut, den haben wir. Hast du den Tafnir Seelenstaub? Jupp. Ausgezeichnet. Ich werde Meister Gerold bitten, sofort mit der Arbeit zu beginnen. Und wir verdienen in der ganzen Packerei wieder am meisten. Na, rummusern hilft ja nichts. Ich soll also mein Ding machen, ja? Eine Runde nicken bitte, dann lege ich los. Aha, fertig ist die nächste Waffe des Widerstands. Akademos. Geht nur flott, oder? Ich habe mir sagen lassen, dass die Waffe der Königinwache besser und stärker werden. Man muss nur die richtigen Gegner mit abmuxen. Das sollte auch für dich dann für deine gelten. Also lass deinen Blutdurst freien Lauf. Und wenn du soweit bist, komm zu mir und ich sehe mal, was dich machen lässt. So, Akademos, Level 485. Wunderbar. Waffe des Widerstands. Nummer 2 im Prinzip. So, die rüsten wir auch direkt aus. Dann können wir die ins Inventar und dann irgendwie wegwerfen oder so. Oder verkaufen. Ja, das ist sie.
Innenleben und das Äußere. Gut, und dann machen wir auch noch die Beschwörerwaffe, wenn wir schon da sind. So, da ändert sich vom Text jetzt nichts, also wirklich gar nichts, deswegen klicke ich es einfach weiter. So, da einmal nicken. So, fertig. Espiritus. Ja, doch, Espiritus. Oder Espiritus? Ja, nee, doch, Espiritus. Egal. 485 Waffe. Waffe des Widerstands, Nummer 3. So, da können wir die auch weg. Brauchen wir auch nicht mehr, denn die brauchen wir auch nicht. Ups. Gut. So, somit wäre unser Beschwörer 473, genauso wie unser Rotmagier, und der Gelehrte 445. Ja, geht. So, damit wäre dann das erledigt. Dann, ja, geht's jetzt zurück nach Crystarium zur Rollenquest des Heilers. So, Isomorph-Quartier. Da sind wir gleich da. So, unsere Quest für den Heiler hat dieser Zwerg. Heilender Helfer gesucht. Da schaust du so. Willst du was von mir? Oh, wenn das so ist, dann begrüße ich den Herrn doch mal, wie es sich gehört. Holadrio. Genau, Holadrio. Recht so, das lobe ich mir. Eine kräftige Begrüßung ist der Beginn jeder vernünftigen Unterhaltung. Dein Gesicht habe ich hier noch nie gesehen. Bist du da in der Stadt? Mittlerweile nicht mehr. Oh, du kommst aus der Heimat des Kristallix-Sachen? Dachte ich mir doch gleich, dass du nicht aus der Gegend bist. Von dir geht sowas Ungewöhnliches aus. Tja, der Kristallix-Sach, ein undurchsichtiger Kerl, aber was er macht, hat Hand und Fuß. Vielleicht dann mit dir auch was anzufangen. Hast du zufällig ein bisschen Ahnung vom Heilen? Ich bräuchte einen Heiler, der mir im Kampf gegen die Sündenvertiger hilft. Ja, so gut bist du also, ja? Das wäre ja ausgezeichnet. Bevor wir unser Bündnis besiegeln, will ich dich erstmal einmal in Aktion gesehen haben. Was denn? Ich kann doch nicht den Heiler im Sack kaufen. Die Sündenvertilger, die ich im Visier habe, sind nämlich nicht vom schlechten Eltern. Da würde ich nichts riskieren. Trau, schau, wem, wie man so schön sagt. Du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich warte im Wald des verirrten Hirten, westlich von Crystarium, auf dich. Alles klar.
Dann beweisen wir uns mal. Warum regnet das eigentlich schon wieder? Also momentan regnet es immer die ganze Zeit. Sehr seltsames Wetter. So, da bin ich. Sehr mutig, du stellst dich also der Herausforderung. Das lobe ich mir. Dann wollen wir mal sehen, wie es um deine Heilkunst bestellt ist. Tiro wollte das, ja? Hübsch Name. So, welchen nehmen wir denn? Ah, der drüben sieht gut aus. Also dann. Hey, du alte Portion, hast du dir den Lockenwickel deiner Mama geliehen? Komm her, wenn du dich traust, du sammelnder Fluffhänger. Der Vielfraß scheint äußerst angriffslustig zu sein. Du wirst ihn bezwingen müssen, bevor du gut helfen kannst. Ach Gott. Ja gut, dann... Guten Tag. So, in dem Fall benutze ich jetzt den Energieentzug und verschwende unseren Ätherfluss, weil wir nicht wirklich heilen müssen, aber ansonsten sollte man damit ein bisschen Spaß im Umgehen. So, wir heilen dich. Irgendwie. Ah, das war ein Spaß, was, Tiro? Gut gemacht. Drei Rippen und der rechte Oberschenkelknochen. Knacks, ohne dich hätte ich die allesamt erstmal abschreiben können. Du bist wirklich ein guter Heiler. Und als dieser Zottelteppich heranstürmte, hast du nicht mit der Wimper gezockt. Respekt. Damit bist du engagiert. Was deine Aufgaben genau sind, werde ich dir später sagen. An einem gemütlichen Ort. Lass uns doch einen im Sternenhagel heben. Da besprechen wir dann alles. Gut, dann... Ja, wieder rein. Da. Isomorph-Quartiere. Ah, es geht doch nichts über ein Bierchen nach einem anstrengenden Kampf. Hauptsächlich hat allerdings der Vielfraß gekämpft. Ja, eigentlich war es eigentlich ich. Du bist vielleicht ein Erbsenzähler. Gut, ich gebe zu, du konntest dich länger auf den Beinen halten als ich. Aber es hat trotzdem gereicht, um deine Heilkunst einschätzen zu können. Und du wiederum hast gesehen, wie mutig und robust ich bin. Wir haben uns also besser kennengelernt, wir werden fortan ausgezeichnet zusammenarbeiten. So, und jetzt aber zum Thema. Es geht um Folgendes. Ich habe es nämlich nicht auf irgendeinen Sündenvertilger abgesehen, sondern auf einen ganz besonderen. Eine der vier Kardinaltugenden. Sophrosyne. Früher war sie als die Magierin Lamet bekannt. Die schändliche Verräterin, die die Lichtflut zu verantworten hatte. Unsere Ältesten können noch heute kaum die Schande ertragen, dass einer der niederträchtigen Kriege des Lichts, die unsere Welt an den Rand des Untergangs gebracht haben, eine Zwergin war.
Weil ich den Hammer härter schwinge als jeder andere Zwerg, haben sie mir befohlen, diesen Sündenvertilger zu vernichten, der ihre schmachvolle Existenz noch über ihren Tod hinaus verlängert. Das Problem ist, dass Glamet eine hervorragende Heilerin war, und so kommt es leider, dass auch der Sündenvertilger imstande ist, sich in fast jedem Zustand wieder zu regenerieren. Außerdem streift sie durch die Lande, um bereits getötete Sündenvertilger wieder zum Leben zu erwecken. Diesem Monstrum ist einfach nicht beizukommen. Deswegen muss ich erst hinter das Geheimnis ihrer Regenerationskraft kommen, und dazu brauche ich deine Hilfe. Gib mir einen Einblick in die Prinzipien der Heilung und hilf mir, ihr schändliches Dasein endgültig auszulöschen. Glamet war vielleicht gar nicht so böse. Das wissen wir mittlerweile, dass die Krieger des Lichts nicht... Also, wir haben ja die Wahrheit erzählt aus der Hauptstory und somit ist sie ja jetzt nicht mehr böse und sie kann ja nichts dafür. Also, vielleicht ist sie gar nicht so böse, aber das weiß der anscheinend nicht. Der war anscheinend nicht da. Gut. Woher willst du denn das wissen? Wir Zwerge hier folgen einer langen Tradition und wer dagegen verstößt, wird geächtet. So einfach ist das. Und selbst wenn sie zu Lebzeiten eine Heilige gewesen wäre, können wir sie in ihrer momentanen Gestalt wohl kaum Sündenvertilger wiedererwecken lassen. Sie ist eine Gefahr für uns alle. Glamet hat unsere Tradition allein schon dadurch mit Füßen getreten, dass sie ihren Helm abnahm. Auch jetzt als Sündenvertilger zeigt sie aller Welt schamlos ihr Gesicht. Verstehst du? Sie lässt sich von allem und jedem anglotzen. Das gehört sie nicht. Nur vor seiner Familie darf man den Helm ablegen. Allerdings, deswegen gehört sie schon durch den Mangel. Allein deswegen gehört sie schon durch den Mangel gedreht. Autsch, nein, die Rippen sind doch nicht ganz heil. Das kuriert man am besten mit einem Krug-Hopfenblütentee. Ja. So, weiter geht's. Sophrosyne auf der Spur. Oh, wenn das nicht... Entschuldige, wer warst du nochmal? Ach, ich mache nur Spaß. Klar erinnere ich mich an dich. Ich werde doch nicht meinen treuen Gefährten Tero vergessen. Dank meiner Hopfenblütenkur sind meine Rippen wieder so gut wie neu. Na gut, deine Heilkräfte hatten möglicherweise auch einen gewissen Anteil an meiner Genesung. Auf jeden Fall können wir langsam konkrete Pläne schmieden, wie wir Sophrosyne zu Leibe rücken wollen. Am wichtigsten ist, dass wir unsere Gegner richtig einschätzen können. Dazu gibt es keinen besseren Weg als eine kleine Sondierungsmission. Im Hinblick darauf habe ich also die Ohren gespitzt, während du meine ledierten Knochen erholten und mein vielsagendes Gerücht aufgeschnappt. Unser Ziel treibt sich angeblich gerade auf Colusia, sein Unwesen. Dorthin geht also die Reise. Ich weiß auch schon, wo wir anfangen. In der Dorfkneipe von Stillwasser, dem leckeren Kahn. Ob wahr oder halb falsch, alle Gerüchte Colusias kriegt man irgendwann dort zu hören. Der ideale Ausgangspunkt. Gut, dann auf nach Stillwasser. So. Ja, ein Reisender. Wie ist der Wertename? Ach, nur ein Scherzchen, Theo. Nur ein Scherz mit Herz. Wer säuft diese unbelichtete... Was säuft dieser unterbelichtete Holatrio in seinem wohlfrisierten Bart hinein? Hast du dir gedacht, hm? Meinst du, das ist nett? Was ist mit der Unschuldsvermutung? Da ist das mein erster Becher, Zwergenernwort. Ich habe die Zeit sinnvoll genutzt, um mich mit diesem, im Übrigen sehr köstlichen, Obstsaft vom Fass zu den geschwätzigsten Gästen zu gesellen und sie ein bisschen auszufragen. Die Fischer sagten mir, dass in der Nähe der Leuchtklippe öfters mal einzelne Sündenvertilger gesichtet werden. Wenn wir die ordentlich verkloppen, kommen zur Sophrosyne vielleicht aus ihrem Versteck, um ihre bedrängten Genossen zu heilen. Treffen wir uns also dort und knöpfen uns die kleinen Streuner vor. Das heißt dann wahrscheinlich, ich darf dann wieder kämpfen.
denn da? Dann gehen wir kurz auf den Weißmagier, damit er auch Level 70 ist, ja. Und machen hier Spähen. Wuhu! So. Ach ja, genau. Übrigens noch unseren Chocobo. Das ist übrigens diese Krone, die er jetzt hat. So. Dann wissen wir das jetzt auch. Und jetzt erstmal Sündenvertilger verkloppen. Stirb. So, dann hier. Machen wir so platt. Kaboom. Hey. Oh Gott. Das Ding ist furchtbar, immer noch. Ach ja, stimmt. Dann kann ich euch mal das zeigen. Das haben wir auch in der letzten Folge bekommen durch die Errungenschaft. Das Ding in Golden. Die Musik sollte allerdings immer noch die gleiche sein. Ja, genau. Ah, die ist so schön. So, da sind wir. Hast du auch ein paar erwischt? Ich nur die zwei hier. Aber als Köder sollte das schon reichen. Verstecken wir uns im Gebüsch und warten ab. Ah, da ist sie, die Schande der Zwergenheit. Hast du gesehen? Sie hat ihren Artgenossen geheilt. Na, ihr wiederbelebt. Hey, was ist denn auf einmal? Die haben dir schön zugesetzt. Tja, wenn man sich von der gewohnten Umgebung entfernt, tun sich oft Abgründe auf. Ist da jemand? Bitte hilf mir. Alles ist so verschwommen. Zu viel Blut. Du lebst ja, meine Güte. Tote kann ich nicht zurückholen, aber warte, ich helfe dir. Unglaublich, die Wunden haben sich geschlossen, als wäre nichts geschehen. Vielen Dank. Ein glücklicher Zufall, dass ich gerade vorbeigekommen bin. Ohne meine Heilmagie wärst du bestimmt gestorben. Ich
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Normalerweise lasse ich mich nicht so leicht unterkriegen, aber der Hobgoblin hat mich in einen Hinterhalt gelockt. Und da war ein ganzes Rudel. Da habe ich natürlich alt ausgesehen. Willst du mir nicht bei der Jagd auf die Biester helfen? Dann passiert mir sowas nicht mehr. Zwei starke Männer sind besser als einer. Und du scheinst mir was drauf zu haben. Zwei Männer? Du sprichst mit einer Dame, bitte sehr. Mein Name ist Lamed, verstanden? Und nebenbei gesagt, dass du bartloser Grünschnabel dich einem starken Mann nennst, ist ganz schön lächerlich. Du bist ein Mädchen? Warum hast du denn einen Bart? So, das hätten wir. Wieder ein Auftrag erledigt. Schau mal abwärts, die Schatztruhe. Da machst du richtig was her. Da wirst du dich aber anstrengen müssen, dass du deinem schneidigen Aussehen gerecht wirst. Hey, Tero! Reiß dich zusammen, du untergäriges Nudelhirn. Hast du den Grog im Denkkanal? Augen auf, sonst gibt's was auf den Grog. Wie nett der zu mir ist. Das habe ich aber gehört. Ich tue mal, als hätte ich das nicht gehört. Doch, das haben wir gehört. Haha, nicht zu humorlos. Zorn lässt bewusstlos eben nur wieder zu sich kommen. Nur darum ging es mir doch. Auf jeden Fall sind wir einen Schritt weiter. Sofrosyne hat sich wie erwartet zusammen mit dem geheilten Sündenvertilger aus dem Staub gemacht. Im Moment sind wir also hier. Also sicher. Aber sag mal, was war denn dann vorher mit dir los? Hast du das öfter, solche Schwindelanfälle? Du hast Lameds Vergangenheit gesehen? Bist du ein Hellseher oder ist das in deiner Heimat normal? Die Szene, die du beschrieben hast, hat sich wohl abgespielt, kurz nachdem Lamed ihr Dorf verlassen hat. Da hatte sie noch den Anstand, ihren Helm zu tragen, wie es sich gehört. Dass sie dem verletzten Krieger half, ist ebenfalls eine Selbstverständlichkeit gemäß unseren ehrenvollen Zwergenkodex. Ich frage mich, wie sie zu so einer schamlosen Frevlerin werden konnte. Na, herumüberlegen bringt uns auch nicht weiter. Wir haben jedenfalls genug von Sofrosynes Fähigkeiten gesehen. Lass uns nach Crystarium zurückkehren und unser weiteres Vorgehen besprechen. Gut, zurück nach Crystarium. So. Ah, es gibt doch nichts über ein... Also wir haben unser erstes Ziel erfüllt. Hast du auch gut hingesehen, wo Isofrosyne den Sündenvertilger halte? Die weitere Planung muss ich nämlich dir überlassen. Für mich sieht Heilen immer gleich aus. Zapp und fertig. Du als Heiler weißt bestimmt, wo wir bei diesem Gegner ansetzen müssen. Ach, keine Sorge, du musst dich nicht die ganze Decke allein überlassen. Du musst nicht die ganze Denkarbeit alleine leisten. Ich werde mir natürlich auch Gedanken machen. Geh einfach deine Wege, erledige dein Tagewerk, heile und lerne. Und du wirst sehen, auf einmal fällt dir was ein. Und falls mir hier bei einem gemütlichen Gläschen zuerst ein genialer Gedanke kommt, lasse ich es dich wissen. Prost! Alles klar. Gut. Ja, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge machen wir hier bei der Questreihe weiter. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen und sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Wie viele Jahre habe ich gewartet? Auf den, der die Gnade des Lichts in sich trägt.
auf dich.